Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Eine Frau schreibt uns Folgendes. Liebe Isolde und Daniel, ich möchte Ihnen herzlich danken für Ihren sehr wertvollen Dienst Hoffnung um 12. Es stärkt mich immer sehr und ich schaue jede Sendung. Wenn ich sie nicht schaue, fehlt mir etwas. Ich bitte um Gebet für meine Augen, trage nicht gerne Brille und Gebet für meine Krampfadern. Und das wollen wir auch gleich tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst und dass du ihre Augen berührst, dass du jetzt gerade deine Hände auf ihre Augen legst und dass eine völlige Wiederherstellung geschieht. Ich danke dir, Jesus, auch für die Krampfadern, dass sie verschwinden und dass diese Venen wieder stabil werden und dass diese Krampfadern verschwinden. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hoffnung um 12, auch heute wollen wir dich wieder ermutigen. Erfreue dich an deiner Lebensreise. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Erfreue dich an deiner Lebensreise. Oh, wie freuen wir uns doch, wenn wir Siege haben, Erfolge haben, und bei einem Erfolg meinen wir, es geht nur noch auf den Bergspitzen weiter, von einem Höheflug zum anderen. Und wir wissen, dass niemand einen Dauererfolg hat, und ich glaube, das würde uns auch nicht gut tun. Ja, aber wir sind gerne immer in Siegerlaune und wir können es, wir machen es. Und wenn es dann keine Siege sind, dann wird oftmals irgendwie etwas hergeholt, was aber keine Siege sind. Das ist so unreal, immer gewinnen, gewinnen, gewinnen und immer oben. Und ich sag dir, Gott möchte auch, dass wir uns an kleinen Dingen freuen. Wie wunderbar. Es ist ja schon das erste Wunder, wenn man morgens aufwacht und hat keine Schmerzen. Wenn da noch das Wetter gut ist, dann ist ja nochmal ein Wunder. Wie können wir uns doch an kleinen Dingen freuen? Zum Beispiel, dass der Zug eine kleine Verspätung hat und man hat ihn trotzdem erreicht, weil man war zu spät und so weiter. Ich sag dir, erfreue dich der kleinen Dinge. Jeder neue Tag hat neue Möglichkeiten. Und ich sag dir, erfreue dich auch der kleinen Dinge, nicht nur der großen. Ich bin geheilt von Krebs. Was ist das, was Tolles? Das geschieht nicht jeden Tag, aber Gott möchte dir Freude geben an jedem Tag. Danke, Herr, dass du jedem Einzelnen so wunderbar begegnest. In deiner Freude, in deiner Liebe, in deinen Dimensionen. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Aber Herr, mach uns auch sensibel, dass wir dankbar werden oder bleiben, auch für die kleinen Dinge. Danke, Herr. Amen. Amen. Per E-Mail kam folgende Bitte um Gebet. Liebes Gebetsteam, meine 64-jährige Schwiegermutter liegt nach einem Sturz von der Treppe im Koma mit einer Kopfverletzung. Gemäß den Ärzten sollte sie schon seit längerem wach sein. Sie haben auch gemeint, dass ihr Sprachzentrum im Gehirn sowie das rechte Ohr Schaden genommen hat. Wir glauben fest daran, dass Gott sie wiederherstellen kann. Vielen Dank für euer Gebet. Und Jesus, das glauben wir auch, dass du sie wiederherstellen kannst. Und dass du bei dieser Frau jetzt gerade bist und dass diese Kopfverletzung keine Wirkung mehr hat, keine Folgeschäden, keine Spätfolgen mehr hat. Danke, Jesus, dass du da eingreifst und dass du sie heilst von Kopf bis Fuß, dass keine Schäden vorhanden sind. Danke, Jesus, dass du diese Frau berührst und dass sie aufwacht auf dem Koma. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über ihrem Leben und wir danken dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Hallo, ihr Lieben. Bitte betet für mich wegen meiner gereizten Haut. Alles brennt und juckt. Der Arzt hat mir Cortison verordnet, aber es hilft nicht. Ich danke euch, Gottes Segen für euch und eure wunderbare Arbeit. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst, die so kämpft mit diesem Juckreiz, mit ihrer Haut.
Und ich danke dir, dass du diese Haut wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du sie geschaffen hast. Und ich danke dir, dass dieses Brennen und Jucken aufhört, dass es entmachtet ist, dass es keine Wirkung mehr hat. Und ich danke dir, dass eine völlige Wiederherstellung geschieht. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf an. Die Infos sind eingeblendet. Und ein Mann schreibt uns folgendes Gebetsanliegen. Ich bitte um Gebet für meine Ehe. Vor ein paar Tagen hat mir meine Frau gesagt, dass sie sich von mir trennen möchte. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergehen soll. Wir haben 3 Töchter. Es gibt derzeit gar keinen Anlass für eine Trennung. Meine Frau hat eine Charakterstörung, sodass ihre Stimmungen oft wechseln und ihre Wahrnehmung oft eigentümlich ist. Ich bitte Gott für die richtige Führung in dieser persönlichen Krise. Ich lege es in Gottes Hände. Ja, danke, Herr. Herr, dein Wille ist den Bund, den wir geschlossen haben, Herr, dass dieser bleibt, dass der fest ist. Herr, dass Frucht daraus hervorkommt und Herr, Liebe herrscht in diesem Bund und das rufen wir alles hinein in diese Ehe. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Herr, Herr, dass diese Ehe mit einer neuen Liebe, auch mit einer neuen Ruhe, mit einem neuen Ziel du ausstattest. Herr, ich danke dir dafür. Herr, komme du und heile auch die ganzen Emotionen dieser Frau. Und Herr, ich danke dir dafür. Zeig auch dem Mann, Herr, wo er Korrektur braucht. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Lass aus dieser Ehe wieder ein wunderbarer Bund entstehen, Herr, so wie du ihn vorgesehen hast. Danke, Herr. Amen. Amen. Per WhatsApp kommt diese Bitte um Gebet. Bitte beten Sie für uns alle, für einen Ausbildungsplatz für meine Kinder, dass wir uns besser verstehen und unsere Finanzen. Danke fürs Gebet. Ja, Ausbildungsplatz und Job ist in dieser Zeit eine ganz wichtige Sache und natürlich auch die anderen Dinge wie auch die Finanzen. Oh, ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, für einen Ausbildungsplatz, der richtig passt, der richtig Freude macht. Ich danke dir dafür und danke, Herr, dass du auch, Herr, in die ganze Beziehung hineinkommst und in die Finanzen hineinkommst und Herr, schenk ihnen Weisheit, damit umzugehen. Und ich danke dir dafür. Lass sie auch erkennen, welchen Teil sie zu leisten haben, dass es funktioniert. Ich danke dir, Herr. Amen. Amen. Wir freuen uns, wenn Menschen Gottes Hilfe erfahren. Und Gott kennt jede Person. Im Januar hatte ich mich mit der Bitte um Gebet an Sie gewandt. Migräne, Blutdruckentgleisungen, Erschöpfung, Panikattacken und Ängsten. Sie sagten mir in einem Brief ihre Gebetsunterstützung zu. Der Brief war aber an meinen Mann gerichtet. Ich war enttäuscht und dachte, wie soll Gott helfen, wenn für die falsche Person gebetet wird? Für Gott war das aber kein Problem. Er wusste, wer gemeint war. Es geht mir deutlich besser. Nach 55 Jahren mit schwerer Migräne muss ich fast keine Medikamente, auch keine Blutdruckmedikamente mehr einnehmen. Danke für Ihren Dienst. Ja, Gott kennt wirklich jede Person. Und aus der Schweiz kommt diese Gebetserhörung. Über Jahre habe ich immer wieder bei euch um Heilung gebeten. Im Glauben bin ich dran geblieben. Als die Bitte um Heilung für die letzte Gebetsnacht an Karfreitag abgeschickt war, hat Jesus mich bereits von einer jahrelangen, chronischen und sehr schmerzhaften Blasenentzündung geheilt. Dies zeigte auch die letzte Arztkontrolle, die alle 6 Wochen stattfanden. Die Werte sind so gut wie seit vielen Jahren nicht mehr und die Schmerzen sind weg. Ja, ist das nicht wunderbar, wenn wir auch den Brief an die falsche Person senden, Gott weiß es. Und wir erleben so oft, wie Menschen schon berührt werden, indem sie die Anfrage für Gebet absenden. Weil das ist ein Glaubensakt. Die Menschen glauben, indem sie sagen, betet für mich, Gott wird Gebet erhören. Das ist nicht was, wo irgendwie wir wirken, sondern er sieht dein Herz. Er sieht deine Einstellung.
Und das ist die Hauptsache, was in der ganzen Sache wirkt. Und er kennt dich. Er kennt, an der Bibel heißt es sogar, wie viele Haare du auf dem Kopf hast und so weiter und so fort. Und ich sage dir, hast du irgendwas Tolles erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Heute mein Tipp des Tages. Schreib dir mal so, vielleicht nur heute, schreib dir mal so die kleinen Dinge auf, die du heute erlebt hast, die dir gelungen sind. Einfach mal die kleinen Dinge. Schreib sie dir auf und du wirst heute Abend Freude daran haben. Lies sie nochmal runter und sag, wow, das habe ich immer als so selbstverständlich gesehen. Es ist es aber nicht. Schick uns dein Anliegen oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und du schaust uns auf YouTube. Hast du schon unseren YouTube-Kanal abonniert? Es kostet nichts, aber hat den Vorteil, du empfängst jedes Mal eine Nachricht, wenn wir wieder eine neue Sendung haben. Wir wollen dich mit dieser Sendung segnen und möchten, dass du wirklich Gott erlebst. Wir wünschen dir einen gesegneten Tag. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.